Hallo, mi meno es Roxanne Hill, asem autorka Reihe Mörtlich Deti, ases Mörtwe Jeptischki. Die beiden Thriller sind Teil 1 und 2 einer mehrbändigen Reihe. Im Mittelpunkt stehen der katholische Priester Paul Wagner und seine Kollegin, die Ex-Polizistin und Privatermittlerin Anne Steinbach. Gemeinsam lösen sie Fälle, Mordfälle, die im Umfeld der katholischen Kirche passieren. Ich bin in Brünn geboren. Von daher freut es mich ganz besonders, dass die in Deutschland erfolgreiche Reihe um Anne Steinbach und Paul Wagner nun auch eine Heimat in Tschechien gefunden hat. Und es ist einfach wunderbar, dass die Bücher so viel Anklang bei Ihnen, bei den tschechischen Leserinnen und Lesern finden. Diejenigen unter Ihnen, die Reihe Mrtvih Detí bereits gelesen haben, von Ihnen weiß ich, dass Sie Teil 2 entgegengefiebert haben. Und ich kann Ihnen so viel verraten, das Warten hat sich gelohnt. Im zweiten Teil geht es um einen bestialischen Mord an einer jungen Nonne. Sie galt als unbescholten, aber war sie es tatsächlich? Der Mörder jedenfalls wird alles unternehmen, um unerkannt zu bleiben und er schreckt auch vor weiteren Morden nicht zurück. An diejenigen unter Ihnen, die Steinbach und Wagner noch nicht kennen, ich kann Ihnen nur sagen, jetzt wäre genau der richtige Zeitpunkt anzufangen, lesen Sie einfach los. Mein besonderer Dank gilt Knihe Dobrowski, Michael Schottak und all den anderen. Sie haben einen super Job geleistet und ich weiß mich bei Ihnen in besten Händen. Und meinen tschechischen Leserinnen und Lesern möchte ich mit auf den Weg geben. Přeji vám napínavé hodiny se Steinbachovou a Wagnerem. Ahoi!